Hallo liebe Leute, ich bin's mal wieder, eure Little Sona. Heute mal mit meinem guten... Na? Will nicht. Dino-Gnar-Anzug. Ich mache heute mal wieder ein kleines Unboxing. Und zwar habe ich wieder ein Paket aus Japan bekommen. Besser gesagt aus China. Und ich habe es hier schon mal hingelegt. Ich habe hier so diese komische gelbe Folie schon mal abgemacht. Weil es ja doch etwas schwieriger war, die abzukriegen. Ja, ich mache heute wieder ein Unboxing. Ist halt auch wieder nur ein kleines, weil es halt auch nur ein kleines Paket ist. Und ja, ich denke mal, wir können damit auch beginnen. Ich weiß schon, was drin ist. Ich habe es schon gesehen. Und ich denke mal, ich packe es aus. Ausrollen. Das kommt auf eure Seite. Tada! Das ist das kleine Päckchen, was drin war. Und wie man sieht, ist es was von Totoro. Ich liebe ja Totoro. Ich bin ein riesengroßer Fan von Totoro. Besonders von den Ghibli-Studios. Weil ich finde die Ghibli-Studios sehr schön und schade, dass sie ja aufgehört haben, weil sie pleite gegangen sind. Ich pack das jetzt mal aus. Tada, tada! Als erstes haben wir hier oben den Deckel von dem Gefäß. Und dann haben wir noch einen wunderschönen Totoro-Löffel mit drin. Voll süß. Das hier oben scheint aus Holz zu sein. Ja, es ist aus Holz. Mit dem lieben Totoro oben drauf. Und dann haben wir noch die Totoro-Tasse. Ja, ich habe wieder eine neue Tasse. Dafür wird natürlich wieder eine verschwinden. Weil ich habe genug Tassen für echt viele Tassen in meinem Schrank. Da muss ich mal wieder aussortieren. Und das Lustige ist, man kann die Löffel, also man kann hier was reinmachen, dann tut man die Löffel hier so. Und damit man das zumachen kann, um es warm zu halten, kann man quasi hier so den Deckel oben drauf machen. Und man kann das natürlich auch ohne Löffel machen. So, geht dann auch. Ich finde die Tasse eigentlich nicht schlecht. Besonders mit dem Löffel dazu. Ist ganz witzig. Dieses nette Gimmick, dass man das Heißgetränke da drin machen kann. Man kann das einzeln aufbewahren halt. Und ja, ich liebe über alles. Und ich freue mich, dass ich es bekommen habe. Und es ging auch ziemlich recht schnell. Aber ich bin immer noch begeistert von diesem Löffel. Ich dachte, es wäre eigentlich nur so ein Stab, was auf der. Also auf dem Bild hast du nicht gesehen, dass da ein Löffel dazu ist. Hätte ja auch einfach nur so ein Rührstab sein können. Ah, dass da ja so ein lustiger Löffel dabei ist, den ich super schön finde. Und hier ist ein bisschen abgedings, aber wie sagt man, das ist China-Ware. China-Ware ist nicht unbedingt. Perfekt. Das muss man wissen. Ich hoffe, das Ding ist Geschirrspül geeignet. Ich kann leider nicht Chinesisch oder sowas. Deshalb weiß ich nicht, ob die Geschirrspül geeignet ist. Ich werde sie aber wahrscheinlich eher mit Hand abwaschen. Da mir das Risiko dann doch ein bisschen zu schade ist, dass das Muster hier vorne abgeht. Ja. Ja, ist nur aufgedruckt. Also man merkt das hier, also wenn man hier rüberfährt, merkt man, dass das nur aufgedruckt ist. Den muss ich ja wieso handwaschen, weil es ja hier, wie gesagt, hier oben ein Holz-Totoro drauf ist. Und es extrem schade wäre, wenn der kaputt gehen würde. Aber wie gesagt, die Tasse wird wahrscheinlich... Ich mach's lieber mit Geschirrspüler, mit Handwäsche bei solchen Tassen, weil, ja, wie gesagt, man weiß ja halt nicht, ob's... Handwäsche oder Geschirrspül geeignet ist, weil ja hier hinten leider nur in Chinesisch draufsteht. Und da ich kein Chinesisch oder Japanisch kann, ja,
ist es besser so, wenn ich so mache. Ja, das war's dann auch wieder. War nur ein kurzes Unboxing. Ich mache so, es sind halt auch mal ein paar kleine Videos, müssen ja auch nicht extrem lang sein oder so. Ich habe mir zwar noch was bestellt, das ich aber nicht unboxen kann, weil es ein Geschenk für meinen Freund ist. Ich hoffe, das kommt demnächst bald an. Ja, sonst war es eigentlich soweit. Ich bin sehr zufrieden mit dem Artikel. Sehr glücklich, weil ich halt ja wirklich großer Totoro-Fan bin. Ja, ansonsten sage ich auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Tschüss!